Und Al-Jawhari, einer der Sprachgelehrten, er sagt, dass das Wort Al-Firsin, also er definiert das so, er sagt, huwa kal-Hafir, lisha oder lil-Ibil. Es ist sowas wie die, kennt die Hufe vom Pferd, ne? Oder die Hufe ist ja dieses Metallding, ne? Wo man dran nagelt und nimmt das. Ja. Wie nennt man den? Hufeisen ist das. Das ist so Hufeisen und die Hufe ist dieser Fußding. Genau. Ah, genau. Er sagt also, das Wort Firsin, was hier im Hadith vorkommt, ist wie die Hufe vom Pferd, nur für das Kamel. Es wird aber auch für die Schafe benutzt. Al-Jawhari ist ein Sprachwissenschaftler gewesen, Philologe, aus dem 3. oder 4. Jahrhundert, ich weiß nicht mehr genau. Er ist auf eine seltsame Art und Weise gestorben. Und zwar hatte er sich sowas wie zwei Holzflügel gemacht. Ja. Hat sie sich irgendwie an seinen Armen gebunden, ist von einem Dach gesprungen und gestorben dabei. Er hat wichtige philologische, linguistische Werke hinterlassen. Eines der bekanntesten Werke ist das Buch, wie heißt das, Tajul Lura. Das ist sowas wie ein Wörterbuch halt.